70 Jahre ist es her, da wurde das Grundgesetz geschaffen. Damals in der Nachkriegszeit sollte mit den neuen Richtlinien eine stabile und anpassungsfähige Ordnung geschaffen werden, so Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Doch kann ein 70-jähriges Grundgesetz auch die heutigen Herausforderungen meistern? Es hat in 70 Jahren viele Herausforderungen. Es ist ja nicht so, dass wir die erste Herausforderung heute haben. Wir haben viele Herausforderungen in diesen 70 Jahren gehabt. Und für alle hat das Grundgesetz einen Rahmen gebildet, in dem man die Herausforderungen meistern konnte. Das Grundgesetz alleine kann es nicht, liegt an den Menschen. Wenn wir heute das Gefühl haben, die Demokratie ist ein bisschen fragiler geworden oder wir sind im Stresstest, ja, dann müssen wir uns als Demokraten ein bisschen mehr anstrengen, mehr engagieren, dann wird es wieder besser. Deswegen, in jeder Krise liegt eine Chance. Demokratie dürfe nicht für selbstverständlich gehalten werden, so der CDU-Politiker. Außerdem sprach er sich gegen die Forderung aus, zum Beispiel Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Kinder würden in ihrer Würde und in ihren Rechten schon durch Artikel 1 des Grundgesetzes umfassend geschützt. Kinderrechte würden doch bei den Kindern eher das Missverständnis erregen. Sie könnten im Zweifel klagen, wenn ihnen ihre Eltern nicht mit 10 ein Handy zur Verfügung stellen, weil die Eltern nun mal der Überzeugung sind, man sollte ein bisschen älter sein, bevor man sowas hat. Kinder müssen wissen, sie sind behütet. Der Mensch muss seinen Nachwuchs länger behüten als jedes andere Lebewesen, soweit wir es kennen. Aber sie werden natürlich schrittweise von jedem Tag, seit von der Geburt an, ein Stück weit in die Selbstständigkeit entlassen. Das ist ein langer Prozess, aber er findet kontinuierlich statt. Alles im Grundgesetz zu regeln, mache das Grundgesetz nicht besser, so Schäuble.